Und man sieht ja jetzt schon, dass zum Beispiel der Palomino, finde ich, schon sehr souverän hier in der Kulisse sich wohlfühlt. Ich denke, dass er auch schon ein bisschen Erfahrung hat auf Turnieren. Und ja, es sieht schon sehr gut aus. Wenn du mit dem Palomino, also ich bin schlecht mit Namen, ich habe euren Namen leider jetzt vergessen, aber wenn du diese Traversalen reitest, was man halt immer in der Prüfung machen kann, damit man etwas mehr Ausdruck bekommt, ist halt diese Tempounterschiede. Das ist sehr wichtig, dass man halt vor der Traversale, du kannst jetzt vielleicht noch einmal diese Galopptraversale reiten, dass man halt versammelt anfängt und dann probiert so ein bisschen zu entwickeln, dass man so fast im Gedanken an Zulegen denkt dann in der Traversale im Galopp. Genau, versammelt einfach und jetzt vorwärts und dann noch mehr. Genau so, sehr gut. Und dann wieder zurück. Und wenn du das Gefühl hast, du verlierst die Hinterhand, dann reibst du wieder ein bisschen zurück und dann wieder vorwärts, damit man halt so einfach halt so ein bisschen mehr Ausdruck bekommt. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir auch jetzt nicht so viel Zeit haben, aber das sind so die Sachen, die man sich dann halt vornehmen kann. Kannst du dich einmal ein bisschen vorwärts reiten, einmal an den Beinen. Das ist ein bisschen so, genau. Und dann lässt es wieder weg, genau, sehr gut. Super. Und auch da im Galopp ruhig immer so mal ein bisschen vorwärts, zwei, drei Galoppstunden. Genau, und auch wenn du so einen Wechsel machst, guck auch, dass du einen Wechsel vielleicht, also jetzt springt der fehlerfreien Wechsel, aber jetzt ist der nächste Schritt, dass er noch mehr Ausdruck bekommt und dass der Wechsel vielleicht noch ein bisschen besser und noch ein bisschen größer wird. Deswegen ruhig so ein paar Mal auf die Diagonale gehen, vor, zurück und dann links abwenden, dann wieder auf die Diagonale, vor, zurück, dass er so ein bisschen drauf wartet, den Wechsel zu machen. Genau, sehr gut. Dann wieder links rum. Genau, dass du ruhig ein paar Mal, kannst du es ruhig nochmal machen, dass du rechts auf die Diagonale gehst, vor, zurück, dass er richtig zieht und dann wendest du wieder rechts ab und gehst wieder an die kurze Seite und dann nochmal auf die Diagonale, bis er denkt, wann kommt denn der Wechsel und dann, dass du so ein bisschen, genau so, und dann wieder zurück und dann rechts rum, sehr gut, jetzt rechts, genau. Genau, und dann kannst du eigentlich rechts rumwenden, dass du dann wieder auf die Diagonale kommst. Sehr gut, dann machst du ruhig einen Wechsel, dann machst du, genau. Und auch immer mit dem Wechsel gucken, auch wenn du so einen einzelnen Wechsel machst, dass du immer den Wechsel gerade springst. Und wenn du ihn so in der Ecke springst, dann bringst du dein Pferd natürlich bei, er macht sehr gute Wechsel und sehr gerade, aber dann bringst du ihn natürlich bei, dass sie so ein bisschen schief werden. Genau, und dann wieder links rum, sehr gut. Und dann vorwärts reiten und dann reitest du nochmal rein. Und dann richtig im Wechsel denkst du vorne zurückreiten und mit dem Bein denkst du eigentlich am Mittelgalopp, so als ob du über den Sprung reitest. Sehr gut, genau so. Und dann wieder zurück. Genau, dass er einfach so ein bisschen mehr Ausdruck da bekommt. So, genau. Und dann reitest du ein bisschen vorwärts, dann vorne jetzt wieder zurück und ihn wechselt voll. Und dann machst du einen Wechsel. Sehr gut. So, genau. Auch wenn er dann mal so ein bisschen kernig da am Bein wird, aber lieber so, dass du auch mal einen Fehler machst, aber lieber, dass wenn du einen Wechsel machst, dass er groß ist. Das war sehr gut.
Super. Sehr gut. Und dann bloß ein bisschen mehr drauf mit deinem Kopf. Das noch ein bisschen mehr. So, genau, sehr gut. Und dann wieder zurück, dass du auch in der Traversale da so deine Tempounterschiede reiten kannst. Gut so. Jetzt ist gut. Am Anfang musst du gucken, dass du noch mehr die Hinterhand mitbringst. Ne? Wenn ich gerade so einmal geradeaus in dieser Rechtsstelle, dann traversierst du wieder. Dass du so ein paar Mal Traversale rechts, Schulter rein und wieder Traversale. Dass du immer dann die Hinterhand mitbringst. So, sehr gut. Das ist gut. Weißt du, dass die Pferde auch verstehen, dass sie von Anfang an gerade, also mit der Hinterhand auch rüber gehen. Sehr gut. Und dann traversierst du vorwärts. Und dann kannst du einmal gerade ausreiten, einmal gerade in der Linksstellung, aber nicht mit dem rechten Zügel gerade ausreiten, in der Linksstellung und dann wieder zur Seite, dann wieder nach links traversieren. Sehr gut. Sehr gut. Und dann wieder geradeaus, in der Linksstellung, linkes Bein geradeaus, so, genau. Und dann wieder nach traversieren. Sehr gut. Das ist gut. Weißt du, weil dann siehst du ja schon, dass in der Linkstraversale hängt er so ein bisschen gegen das linke Bein, weil du nicht so einfach gerade ausreiten kannst. Ne? Und du musst halt gucken, dass du da nicht nur im rechten Zügel gerade machst, weil sonst kriegst du immer so einen Wackler im Genick. Aber das war gut. Weil dann kriegt man auch die Pferde ein bisschen einfacher zwischen Hand und Bein, auch in dieser Lektion. Dann. Sehr gut. Sehr gut. Und wenn du jetzt in dieser Rechtstraversale, wenn du diese Übung machst mit Schulter rein, Traversale, Schulter rein, wenn du gerade ausreitest, guck nicht, dass die Hinterhand sofort nach links läuft. Ne? Also in der Linkstraversale ist es ein bisschen einfacher, sah es noch aus, aber nach rechts, dann machst du Traversale und dann reitest du gerade aus und dann schießt deine Hinterhand, merkst du ja voll links vorbei. Das muss wirklich begrenzen und dir eine Linie dann aussuchen, gerade aus, dass du wirklich gerade sein, in dieser Stelle. Ich würde bei dir gucken, dass du immer zwischen den Ohren von deinem Pferd guckst, ne? Nicht links vorbei gucken. Sehr gut. Fangen wir mit der nächsten Gruppe an. Ja. It's okay.